Liebe Zuschauer, Breaking News aus der Welt der Fotografie. Canon hat endlich die lang erwartete R5 Mark II vorgestellt. Das Wunderwerk der Technik, das angeblich alles kann. Außer Kaffee kochen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch in einem nächsten Update. Neues Display, neuer Sucher, Fehlanzeige. Wozu auch? Wozu den treuen Kunden Innovation bieten, wenn man den Preis auch ohne rechtfertigen kann? 45 Megapixel, rückseitig belichtet, gesteckt und ISO-invariant, meine Damen und Herren. So schnell, perfekt für jeden Landschaftsfotografen. 2024 geht ja nichts ohne KI. Der Autofokus erkennt jetzt sogar, welcher Basketballer den Ball hat und fokussiert darauf. Ein Muss für alle, die ihre Sportfotografie revolutionieren wollen. Ich sage euch, bald erkennt die Kamera sogar, wenn sie ein Bild schießen sollen und sie können sich entspannt auf die Tribüne setzen und zuschauen, wie die Kamera die Arbeit macht. Bequemlichkeit auf einem ganz neuen Niveau. 8K 60fps in RAW. Beeindruckend, oder? Aber wo bleibt das Open Gate Video? Vermutlich im nächsten Modell oder im nächsten Jahrhundert. Wir bleiben gespannt. 4K mit 120fps. Das ist ja mal sowas von 2020. Hallo? Das gibt es jetzt schon seit 4 Jahren in dem Vorgänger. Wo bleiben die Innovationen in den Framerates? Das sollte doch mit einem Stack-Sensor möglich sein, oder nicht? Aber vielleicht hebt sich Canon das auch einfach nur für die R5 Mark III auf. Endlich neue Codecs. Jetzt kann man die Videos in DaVinci Resolve schneiden, ohne sich stundenlang Proxys vorher erstellen zu müssen. Danke, Canon. Ist ja nicht so, als wenn wir das auch schon vor ein paar Jahren haben könnten. Aber besser spät als nie. Man kann auch jetzt LUTs auf die Kamera laden. Wer sich das gewünscht hat? Keine Ahnung. Aber wenn es bei der Lumix S9 schon so gut ankam, dann muss Canon natürlich mitziehen. Immer schön up to date bleiben. Der neue Akku LPE 6E. Gleiche Kapazität, neuer Name. Canon muss ja auch irgendwie über die Runden kommen. Wenigstens ein bisschen Innovation. Zumindest im Marketing. Überhitzung? Kein Thema mehr. Dank dem neuen Batteriegriff mit eingebautem Lüfter. Den gibt's aber natürlich separat. Und das Beste zum Schluss. Mit dem neuen iControl AF können Sie Ihr Objekt mit den Augen anvisieren. Perfekt für alle, die zu faul sind, ihre Finger zu bewegen. Willkommen in der Zukunft, wo selbst Blinzeln zur Arbeit wird. Die Canon R5 Mark II wird als perfekte Kamera bezeichnet. Ich fand den Vorgänger schon perfekt. Aber hey, ein paar neue Features können ja nicht schaden. Am Ende muss man sich die Frage stellen, braucht man das alles? Wahrscheinlich nicht. Aber es sieht verdammt gut aus im Regal. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Halt noch nicht abschalten, jetzt kommt nämlich meine eigene Meinung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Canon R5 war bisher meine Lieblingskamera. Wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte und ich könnte mir damit ein Kamerasystem aussuchen und damit auch eine Kamera aussuchen, dann hätte ich bisher die Canon R5 genommen. Denn sie hat einfach alles, was ich verlange. 45 Megapixel, perfekt für Fotografie. Nebenbei aber auch 4K mit 120fps. 8K 30 war mir da egal, was soll ich damit? 4K reicht mir völlig aus. Die erste Version der R5 hatte auch schon super Autofokus und wie gesagt, das war meine Lieblingskamera. Sogar über all den Sony-Kameras, über all den Nikon-Kameras. Jetzt könnte man meinen, dass sich dann ja die zweite Version nur verbessert haben kann und dass ich noch mehr auf die Canon R5 Mark II stehen würde. Ist auch im Grunde genommen so. Aber halt jetzt nur mal in diesem 4-Jahres-Abstand, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Innovation gewünscht. Wie ich auch gerade schon erwähnt habe, ich glaube 4K mit 240fps wäre mal so gut gewesen. Und wenn dann schon nicht in der Canon R5 Mark II, dann vielleicht halt in der Canon R1. In der Flaggschiff-Kamera von Canon mit 24 Megapixeln, was ich auch schon komplett den Müll finde in einer Flaggschiff-Kamera. Da hätten sie dann wenigstens 4K mit 240fps einbauen können. Aber nein, alles komplett gleich. Also jetzt auch hier nochmal die Verbesserung von der Canon R1 auf die Canon R5 Mark II. Erstens, die Bedienung hat sich schon mal verbessert. Die äußere Form ist zwar gleich geblieben, aber halt nur mal die Bedienung ist anders geworden. Nämlich man kann jetzt links dann umschalten zwischen Video und Foto und dann halt rechts direkt dann mit einer Hand dann die Kamera ein- und ausschalten. Ungefähr wie in der Canon R6 Mark II. Zweitens, es gibt jetzt den neuen, schnelleren Sensor, der jetzt auch 30 Bilder in der Sekunde Serienaufnahmen machen kann. Und dazu dann auch noch, wenn man das dann will, auch noch dann so eine Pre-Burst-Funktion hat, dass man dann also auch noch dann auch schon, wenn man dann den Shutter auch schon runterdrückt, dass er dann auch schon vorher dann Bilder aufnimmt. Bis zu 20 Bildern war das. Außerdem soll auch das ISO-Rauschhalten hier wirklich grandios sein. Nicht so wie in den Sony-Kameras, wo es auch übermäßig Farbrauschen gibt. Nee, hier ist das ein dezenteres Rauschen, was man jetzt auch gelegentlich in der Kamera direkt schon mit dem KI Rausch entfernen auch schon wegmachen könnte. Wäre für mich keine Option, da es in JPEG dann ausgeliefert wird, aber ist schön zu sehen in einer Kamera. Würde ich aber trotzdem erst später in Lightroom machen. Als dritte Verbesserung hat die Kamera jetzt auch einen besseren IBIS bekommen.
Manche YouTuber haben jetzt sogar gesagt, dass das jetzt auch schon mit Panasonic mithalten kann, weil das halt echt so beeindruckend war. Kommen wir nun zu dem vierten Punkt, dem wichtigsten auch eigentlich, dem Autofokus. KI ist jetzt hier wirklich alles mit drin und auch hier haben wieder manche gesagt, jetzt wurde auch sogar der Sony KI Autofokus geschlagen. Mit dabei gibt es auch diesen iController 11, womit man dann jetzt auch schon mit den Augen dann schon so grob anvisieren kann, wo man hinfokussieren möchte, was es auch schon momentan in der Canon R3 gab, was jetzt hier wahrscheinlich nochmal besser sein wird und halt dann auch noch welche kleineren Spielereien, dass man sich Gesichter einspeichern kann und dass die dann favorisiert werden, wenn man dann beide Gesichter halt drin hat, dann erkennt er dann dieses favorisierte Gesicht, was man dann eingespeichert hat. Es gab ein Beispiel, dass das dann vielleicht bei Hochzeiten sehr, sehr nützlich sein könnte. Und halt nun mal 8K mit 60 FPS in RAW. Jetzt könnte man auch darüber sprechen, ob man das auch für Wildlife nutzen könnte, denn jetzt hat man hier ein bisschen noch Zeitlupe mit drin und man hat halt jetzt diese 8K-Auflösung, man könnte also auch noch reinkroppen. Canon hat jetzt in diese Kamera auch C-Log2 reingepackt, was die Kamera jetzt 16 Stops in Video Dynamic Range ausgeben soll, was wirklich Hammer ist. Da bin ich wirklich gespannt, wie so die nächsten Qualitätsergebnisse sind von den YouTubern, wie gut das so aussieht. Auch so welche Probleme wie die Videocodecs wurden jetzt angegangen. Da haben sich ja auch einige vorher beschwert, die zum Beispiel keinen Apple-Computer hatten, denn da wurden die Videofiles nicht so einfach verarbeitet. War einfach schwieriger damit zu arbeiten. Über den Akku müssen wir nicht reden, aber ich möchte nochmal über diese fehlende Funktion des Open-Gate-Videos reden. Ich hätte mir das in der Canon R5 Mark II wirklich sehr gewünscht. Dann wäre das wirklich die absolute perfekte Kamera. Aber momentan hat es halt immer nur noch Panasonic mit ihren Kameras, mit der S5 Mark II zum Beispiel. Hier würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch mal in andere Kameras reinkommt. Vielleicht auch mal in die Sony A7 5, die auch bald rauskommen soll. So, und jetzt nochmal zu der Abschlussfrage. Für wen ist diese Kamera eigentlich? Lohnt es sich jetzt zu der Canon R5 Mark II zu greifen? Oder ist die Canon R5 Mark I nicht eigentlich ausreichend? Meiner Meinung nach ist die Antwort hier ganz klar. Wenn man Sportfotograf ist, man schnelle Aufnahmen machen muss, dann ganz klar die Canon R5 Mark II. Aber alles andere, finde ich, ist mit der Canon R5 Mark I schon wirklich perfekt gewesen. Zum Beispiel für Landschaftsfotografen. Da sind die Neuerungen hier wirklich sowas von gar nicht wichtig, außer jetzt zum Beispiel dieses 8K mit 60 FPS für ein bisschen Zeitlupe mit hoher Auflösung für irgendwelche Wildlife-Tiere. Aber vielleicht seid ihr da anderer Meinung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's jetzt jedenfalls mit dem Video. Ich verabschiede mich. Ciao.